Dankeschön. Wie geht's euch, Berlin? Alles gut da draußen? Okay, here we go. Time to rock you like a Scorpions! Oh yeah! Die Scorpions live in Berlin! Klaus, schön dich zu sehen! Große Freude! Na, große Freude! Wow!
und was für besondere Momente noch auf uns warten. Schön, euch alle hier zu haben. Hey, da herzlich willkommen. Ihr ja nicht weglaufen. Also, lass uns kurz zwei Sätze in Ruhe. Hast du kurz Zeit für mich? Bleibt hier. Ja, okay. Also, was war das für dich für ein Jahr 2022? Ja, emotional sehr durchwachsen. Einerseits nach der Pandemie war es großartig, im März wieder auf der Bühne zu spielen, vor echten Fans zu spielen. Ja, schon verrückt. Ja, das war großartig. Auch dann der Krieg in der Ukraine und all das, was im Laufe des Jahres so passiert ist. Es war ein schwieriges Jahr, ein schweres Jahr. Wir wünschen uns nichts mehr als Frieden auf der Welt, Frieden in der Ukraine und überall. Ein friedliches Miteinander. Und ihr seid ja in der Ukraine auch Riesenstars. Insofern habt ihr eine Verbindung dort zu den Menschen, zu den Fans. Und ist euch das vielleicht besonders ans Herz gegangen, was da passiert? Ja, natürlich. Wie gesagt, wir haben die ersten Shows in den USA gespielt im März. Und kurz nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine am 24. Februar. Und man hat dann sich Gedanken gemacht, die neue Setlist, neue Songs. Wir haben ein neues Album während der Pandemie aufgenommen, Rock Believer, und haben natürlich neue Songs in den Set gepasst. Einen haben wir gerade eben gespielt, Gas in the Tank. Und was macht man mit einem Song wie Wind of Change? Ein Song, der mit so viel Hoffnung verbunden ist, auf eine friedliche Welt, auf ein gemeinsames Miteinander. In der Zeit, in der er entstanden ist, war es eine Friedensbotschaft, eine Hoffnungsbotschaft für die Welt. Mhm. Ja, und was macht man mit so einem Song? Und ich habe mir überlegt, ich lasse mein Herz sprechen und schreibe ein paar neue Verse, die einfach ausdrücken, die unsere Solidarität mit der Ukraine ausdrücken. Die Solidarität, die wir alle empfinden. Vielen herzlichen Dank, Klaus. Ich muss aber die Gelegenheit wahrnehmen, wo wir hier am Brandenburger Tor stehen. Ich glaube, vor 10 Jahren wart ihr das letzte Mal mit dabei. Was hat euch bewogen? Ist es die Ukraine-Situation, die euch bewogen hat, heute Nacht hier zu sein und zu sagen, Party wollen wir in Gedanken? Wir waren so oft hier am Brandenburger Tor, im Osten, im Westen, haben überall gespielt, und es ist jedes Mal und auch heute Abend wieder ein ganz besonderes Erlebnis, hier in Berlin an diesem historischen Ort auf der Bühne zu stehen. Kannst du uns versuchen, mit zwei Sätzen zu erklären, wie dieser Hurricane seit 50 Jahren um die Musikwelt fegen kann, und zwar um die ganze Musikwelt? Wir machen einfach immer weiter, und da kommt noch Liebe so ein Verrückter. Zur Musik. Ja. Liebe, die zur Liebe Musik. Liebe zur Musik. Ja. Und wenn du jemanden wie Rudolf an deiner Seite hast, Matthias, und die richtigen Typen zusammen, dann macht man sich auch keine Gedanken um einen Plan B, wenn man anfängt, sondern man gibt alles und ist voller Leidenschaft dabei. Und es ist schön nach so vielen Jahren, dass wir so viele Fans in der Welt haben. Aber wir freuen uns auch, und das muss ich an der Stelle sagen, auf unsere Konzerte in Deutschland, die pandemiemäßig verschoben worden waren. Und im Sommer sehen wir uns auf der Deutschlandtour und freuen uns auf die deutschen Rockbelieber. Okay, dann meine letzte Geschichte, weil du Rudolf gerade schon angesprochen hast. Nutz doch die Gelegenheit, einfach alle mal vorzustellen. Also, Rudolf kennen wir jetzt mittlerweile. Rudolf, wir haben zusammen angefangen. Ich kann mich gar nicht erinnern, das ist so lange her. Ja, einige Wochen. Ja, ist lange her. Matthias haben wir gefunden. Matthias ist immer noch der Jüngste, obwohl er auch schon 78 eingestiegen ist. Und wir haben dann den nächsten als Pavel und als Micky. Wir haben die richtige Chemie und wir machen es. Ja, und zwar seit einmal fünf, alle zusammen. Seit 5 Jahrzehnten. Männer, baut euch mal auf. Wann haben wir die Scorpions mal so zusammen? Wir stehen immer so weit auseinander auf der Bühne. Pavel kommt aus Polen und Micky hat einmal umdrehen, dann können wir 2015 beim Motorhead gespielt und ist seit 2016 bei den Scorpions. Die Scorpions! Wir freuen uns, hier zu sein bei euch. Klaus, für uns eine große Ehre, da zu sein. Weltstars aus Hannover, die immer auch verbunden geblieben sind mit ihrer Heimat. Klaus, sag uns noch zwei Sätze zu Wind of Change, weil du gesagt hast, es wird eine spezielle Version geben heute Abend. Es ist die große Hymne, die schon so viel möglich gemacht hat, die so viel in unseren Herzen bewegt hat und die heute Abend auch noch mal für ein bisschen bessere Gedanken sorgen soll. Ja, wir alle wollen ins neue Jahr gehen mit in Hoffnung, dass es endlich Frieden gibt. Und wir haben diesen Song in den letzten 30 Jahren so oft gespielt, in allen Teilen der Welt, aber natürlich besonders berührend die Konzerte in der Ukraine, in Russland, in Belarus. Überall haben wir viele, viele Fans. Und deshalb dieser Text, der an die Ukraine gerichtet ist und der einfach unsere Unterstützung ausdrücken soll, der Song, der Text ist im März in Las Vegas entstanden, wo wir unsere Tour begonnen haben. Okay. Und deswegen ist das für uns heute Abend auch ein ganz besonderer Moment, den in dieser Version zum ersten Mal hier in Deutschland zu spielen. Klaus, vielen herzlichen Dank, dass du uns das erläutert hast. Wir wissen, jetzt kommt auch für euch eben ein ganz besonderer Moment. Es ist nicht einfach nur ein Lied, es ist eure Hymne. Schön, euch hier zu haben. Danke. Und dann bereiten wir uns vor auf einen ganz besonderen Moment. Wir haben es ja Kiwi den Abend über schon gesagt.
die Scorpions live am Brandenburger Tor mit dem Lied. Mit dem Lied, das so viel möglich gemacht hat und das heute Abend vielleicht auch noch mal stehen soll für eine positive Veränderung im neuen Jahr. Wir sagen mit diesem Lied auch ein bisschen Tschüss 2022 und willkommen 2023. Hier sind die Scorpions, Wind of Change!
Dankeschön, Berlin. Dankeschön. Die Scorpions. Live vom Brandenburger Tor. Bleibt bei uns. Bleibt bei uns. Was für ein besonderer Moment. Jetzt kommen alle Künstler langsam zu uns. Macht dir Spaß bei uns? Ja, super. Ja. Tolles Publikum. Ja, Weltklasse. Endlich mal wieder echte Menschen da. Wir haben hier 2 Jahre lang sozusagen ins Leere gespielt.